Okay, wir haben schon mal ein paar von denen ausfindig gemacht. Ein paar von denen kommen jetzt auch gerade. Ich glaube, der eine ist tot. Der andere verschanzt sich dort. Wir gehen hier hin und looten alles, was geht. Wir brauchen da einfach wieder mehr Equipment. Ich weiß. Jetzt habe ich dir genau zwischen die Augen, du Dreckskerl. Keine Ahnung, was die Steuerung da wieder abgefuckt hat. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Der ist ständig aus diesem Zoom-Modus rausgesprungen. So, können wir hier vielleicht noch irgendetwas von Wert bekommen? Oh ja, oh ja. Was ist das für ein geiles Ding? Wow. Okay. Es hat auch Granaten. Das benutzt dieselbe Munition wie unsere andere Waffe. Allerdings ist das Magazin hier größer. Das ist ein ziemlich geiles Ding. Heftig. Ich mag bei dem Spiel auch so Kleinigkeiten übrigens, wenn man jetzt mal auf das Visier guckt. Da seht ihr den Zoom des Gebiets. Guck mal. Ich meine, das ist wirklich eine Kleinigkeit, aber das ist, trägt einfach so zur Immersion bei. Es ist Wahnsinn. Okay, das Ding ist heftig. Das ist einfach nochmal viel, viel ruhiger als die andere Waffe. Und macht wahrscheinlich mehr Schaden. Höchste Präzision. Mit dem Ding macht das echt Bock. So. Jetzt fahren wir da hoch. Und nieten die um. Das dürfte ja dann nicht mehr so schwer werden. Mit dem Teil. Was war das? Easy. Easy. Und der dritte Turm. Damit dürfte das Störfeld Geschichte sein. Das sollte genügen. War es das jetzt? Warten Sie einen Moment. Das ist ja seltsam. Die Signale werden immer noch gestört. Crow muss irgendwo noch ein Notsystem haben. Moment. Ich hab's gleich. Da! Westlich von Ihnen ist ein Frachter mit einem mobilen Notsystem an Bord. Ernsthaft?
Das auch noch. Ein Frachter mit einem mobilen Notsystem. Na. Ah. Ich kann da lang fahren. Dann nehme ich auch lieber den Wagen. Wer weiß, wie lang die Strecke ist. Natürlich ist es noch ein Frachter mit einem mobilen Notsystem. Es gibt immer ein Notsystem vom Notsystem, um in der Not zu helfen. Aua. Hallo? Ist alles okay? Oh. Wenn Sie auf dem Schiff sind, müssen Sie die Sprengladung am Benzintank anbringen. Das sollte dann reichen. Er wird schwer bewacht, aber ich glaube, ich schaffe es. Sagte er, während Raketen um ihn herum einschlugen. So, der eine Schütze ist weg. Ist auch tot. Die Waffe ist echt so der Hammer, ist so unglaublich. Es ist wirklich eine Endgame-Waffe. Ich glaube, man soll die noch gar nicht finden, aber wir haben sie in dem Lager halt gefunden. Umso besser. Okay, da ist auch ein Boot, das wir nehmen können. Schön dieses Wässerchen schieben hier, so. Ah, ich glaube, hier soll man hoch können. Feindliche Übernahme. Das Boot wird gekentert. Geentert. Gespaced. Gealt F4'd. Natürlich hat dieses Schiff selbst einen Sprengkörper an Bord, um es in die Luft jagen zu können. Ist ja nur logisch. Würde ich nicht anders machen. So, wo müssen wir das Ding jetzt ansetzen? Unten irgendwo, oder? Aua. Hier. 25 Sekunden. Ich muss zusehen, dass ich von hier verschwinde. Vielleicht bin ich im vorderen Teil des Schiffes in Sicherheit. Vielleicht. Dieses vielleicht macht mich etwas unsicher. Schaffen Sie uns hier raus! Würde ich ja wirklich lieben gerne tun, Jack. Aber es ist was dazwischen gekommen. Das soll wohl ein Witz sein. Es kommt jemand. Signal identifiziert. Es ist Crow. Moment, ich kümmere mich darum. Crow? Oh nein. Dafür werden Sie bezahlen. Ich sorge dafür, dass Ihr kleines Abenteuer jetzt endet. Das ist er. Der Hauptmann. Ich hab doch gar nichts gemacht. Viele Raketen hält sein Heli aus. Das ist eine Sonderanfertigung. Oh Gott. Yo.
Seltsam. Wenn er nicht ständig irgendwie die Verbindung zum Raketenwerfer verloren hätte. Aber das ist wohl, ja. Sowas wie ein Zwischenboss. 25 Sekunden. Ich muss zusehen, dass ich von hier verschwinde. Vielleicht bin ich im vorderen Teil des Schiffes in Sicherheit. Wird aber nicht einfach gegen den. Man fragt sich halt auch, wie viele Raketen hält er aus. Ich glaube, wie viele haben jetzt getroffen? 4 von uns. 4. Oder 5. Schaffen Sie uns hier raus! Würde ich ja wirklich lieben gerne tun, Jack. Aber es ist was dazwischen gekommen. Das soll wohl ein Witz sein. Es kommt jemand. Signal identifiziert. Es ist Crow. Moment, ich kümmere mich darum. Dafür werden Sie bezahlen. Ich sorge dafür, dass Ihr kleines Abenteuer jetzt endet. Schade. Ja, das Schiff sinkt. Oh fuck. Gutes Ausweichmanöver von ihm. Da ist der Heli. Nicht mehr wirklich viel Zeit, um ihn zu erledigen. Ja. Ist leider auch schon wieder so einer dieser nervigeren Passagen im Spiel. Also es scheint ja auch so eine Art Zeitdruck dahinter zu stehen. Und selbst mit vollem Leben und vollem Kevlar 25 Sekunden. Ich muss zusehen, haut er mich ziemlich weg. Vielleicht bin ich im vorderen Teil des Schiffes in Sicherheit. Und das, obwohl ich so unglaublich viele Raketen in den reinballer. Ich meine, er ist auch nur ein Mensch. Er ist kein Trigen oder sowas, wo man erklären kann, dass die Haut besonders durchschlagskräftig ist. Und ein Headshot dürfte bei ihm ein Headshot sein, weil er hat ja auch nur diesen dämlichen Cowboy-Hut auf. Schaffen Sie uns hier raus! Würde ich ja wirklich lieben gerne tun, Jack. Aber es ist was dazwischen gekommen. Das soll wohl ein Witz sein. Es kommt jemand. Signal identifiziert. Es ist Crow. Moment, ich kümmere mich darum. Dafür werden Sie bezahlen. Ich sorge dafür, dass Ihr kleines Abenteuer jetzt endet. Naja, so viel Spaß hatte ich bei diesem Abenteuer jetzt aber auch nicht. Mann! Ja, Mann, das schaffe ich's doch schon wieder nicht, Mann! Es regt mich langsam auf. Von 20 Sekunden. Ich muss zusehen, dass ich von hier verschwinde. Vielleicht bin ich im vorderen Teil des Schiffes in Sicherheit. Die Herangehensweise ist aber schon die richtige. Hätten wir uns jetzt nicht mit der Rakete selbst noch verletzt, dann hätten wir ihn vielleicht gehabt. So auf die Dauer, aber ja. Schaffen Sie uns hier raus! Würde ich ja wirklich lieben gerne tun, Jack. Aber es ist was dazwischen gekommen. Das soll wohl ein Witz sein. Es kommt jemand. Signal identifiziert. Es ist Crow. Moment, ich kümmere mich darum. Dafür werden Sie bezahlen. Ich sorge dafür, dass Ihr kleines... Toll. Der saß schon.
Schade, der nicht ganz. Der saß total. Der hat ihn frontal erwischt. Kann er jetzt langsam mal drauf gehen? Okay, er ist weg. Er schießt aber immer noch. Worauf warten Sie? Erledigen Sie ihn! Ich kümmere mich lieber um Sie, Jack. Er ist Highfutter. Bevor wir von hier verschwinden können, brauche ich die Informationen, die im PDA meines Kollegen Dr. Anderson gespeichert sind. Wenn es Ihnen hilft, zeige ich Ihnen den Weg zu der Stelle, an der er vermisst gemeldet wurde. Wenn Sie sie dann haben, müssen Sie die Daten meinen Kollegen hochladen. Alles weitere erkläre ich, wenn Sie den PDA haben. Da ist er. Doyle. Er rettet uns. Puh. Da ist er ja doch noch gekommen. Wie nett, dass der Herr sich bequemt hat, nachdem ich die Drecksarbeit für ihn erledige. Ich traue diesen Typen nicht. Crow ist also noch nicht erledigt. Val operiert ebenfalls in diesem Gebiet. Ich habe noch nichts angefangen, das darauf deutet, dass man sie gesichtet hat. Verstanden. Folgen Sie dem der Weg zum alten Tempel. Bringen Sie den verloren gegangenen PDA in Ihren Besitz. Okay. Die bekriegen sich. Oh, das ist so eine... Das ist wirklich interessant hier, diese Umgebung, vor allen Dingen mit den Tempeln und so. Die kann ich, glaube ich, ignorieren. Siehst du was? Wie gesagt, das Ding ist der Hammer. Also die Waffe ist unglaublich gut. Und ich bin sehr froh, dass ich in dem Lager nachgeschaut habe, um sie zu kriegen. Du hast keine Chance gegen mich. Sicher? Macht jetzt nicht so den Anschein, als wärt ihr die ganz harten Motherfucker. Aber ich gebe euch noch eine Chance später. Da ist der Tempel. Hier muss ich hin. Oh. Von wo? Keine Bewegung! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Du kannst mich mal! Was ist denn hier los? Für dich hat der Spaß! Wie soll ich denn das sprengen? Sie sollten sich jetzt in der Nähe eines Tempeleingangs befinden. Der Eingang ist sowas von verschlossen. Verschlossener geht's schon gar nicht mehr. Wenn die ihn mit Sprengstoff versiegelt haben, bekommen sie ihn so vielleicht auch wieder auf. Sprengstoff ist ihr Freund, Jack. Ja, das ist er wirklich. Die kriegen erstmal Verstärkung und verkacken total. Danke, dass ihr mir Munition abgeworfen habt. So kommt es mir ein bisschen vor. Wir müssen irgendwo Sprengstoff finden.
Einmal dieses Klong. Unsere Kugel ist auf die Leere in seinem Kopf gestoßen. Die Kugel füllte sie perfekt aus. So, Sprengstoff. Please. Irgendwo hinter diesem Berg. Das war's schon wieder. Ich weiß nicht, mittlerweile kann ich die nicht mehr so richtig ernst nehmen. Nicht mit dieser Waffe. Siehst du das auch? Schmeiß den hier los! Dich erledige ich! Räuchert ihn auf! Ja, Mann! Wie gefällt dir das hier? Das war's noch nicht. Jetzt war's das. Gott sei Dank. Hier haben wir C4. Gut, das sollte genügen. Zufälligerweise hatten sie noch welches. Okay. Wir nehmen den Buggy zurück. Moin, ja, Mann. Aufsprengen. Ich setze die Ladungen. Doyle, hören Sie? Ich gehe in den Tempel. Der PDA muss sich in Ihrer Nähe befinden. Ich kann ihn nicht genau lokalisieren, aber Sie müssen nah dran sein. Warum ein Tempel? Das ist der Elefant, den wir in dem Level-Ladebildschirm gesehen haben. Trigene. Alles klar. Das glaubt ja wohl keine Sau, was ihr hier gerade angestellt habt. Drei Stück sollten es gewesen sein, ja. Mehr waren es nicht. Trigena also. Ehrlich.
wäre froh über ein bisschen Health vielleicht. P90 will ich nicht. Oh, gut. Gott sei Dank. Irgendein komisches Gift. Aua. Was ist das? Meine Lunge brennt wie Feuer. Halten Sie sich von dem Kampfstoff fern. Sie können die Behälter zerstören, aber hüten Sie sich vor den Dämpfen. Wir müssen jetzt mal eine Weile diese Waffe benutzen. Ganz ehrlich, was soll man gegen die tun? Die One-Hitten einen ja. Ist doch absolut übertrieben. Mal ein volles Magazin von diesem Scheißding hier. Reicht aus. Ich weiß nicht, ob ich so eine kluge Wahl getroffen habe, damit hier lang zu gehen. Aber das werden wir gleich sehen. Ich denke, das ist die perfekte Gelegenheit. Nee, doch noch nicht. Wenn das so ist, dann können wir hier... Ich dachte, der Speicherpunkt wäre wieder da hinten. Okay. Mit dem Self-Kill soll es dann auch enden. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann werden wir uns durch die Katakomben schlagen und dieses PDA finden, was auch immer Doyle damit machen will. Schauen wir mal. I want you for an adventure.